Hallo Mädels, hallo Löwinnen. Der Löwe ist ein sehr ausgeglichener Mensch mit einem großen Herzen, der sehr gut gestalten kann und eine große natürliche Autorität ausstrahlt. Er ist in aller Regel sehr von sich überzeugt und beansprucht für sich grundsätzlich nur das Beste. Der Löwe will immer gerne den Ton angeben, doch dabei ist er in Bezug auf seine Mitmenschen generell sehr wohlwollend. Mit seinem bisweilen übergroßen Selbstbewusstsein neigt der Löwe allerdings auch dazu, sich egoistisch zu verhalten und durch Imponiergehabe und Verschwendungssucht negativ aufzufallen. Zudem hat der Löwe das ständige Bedürfnis, sich und anderen seine Stärke und seine Unabhängigkeit zu beweisen. Ein Mensch mit dem Sternzeichen Löwe steht immer im Mittelpunkt des Interesses, denn er liebt die Aufmerksamkeit und die Bewunderung seiner Mitmenschen. Der Löwe ist dem Element Feuer zugeordnet, was erklärt, woher sein außergewöhnliches Selbstbewusstsein und seine starke Energie kommt, denn wenn dieses Feuerzeichen einmal loslegt, kann man ihm meist nicht viel entgegensetzen. Der Löwemensch liebt das Leben und kostet alle Dinge, die ihm Freude bereiten, in vollen Zügen aus. Dass er es dabei mitunter auch mal übertreibt, ist seinem impulsiven Temperament zuzuschreiben. Die Initiative zu ergreifen und den Ton anzugeben, gehört mit Sicherheit zu den typischsten Löwe-Eigenschaften. Er geht immer voran und findet für alles eine Lösung, auch wenn eine Situation noch so kompliziert und unlösbar scheint. Der Löwe steht unter dem Einfluss der Sonne, die er braucht wie die Luft zum Atmen. Als König des Dschungels steht der Löwe an der Spitze der Nahrungskette und ähnlich wie im Tierreich sieht ein Löwegeborener auch im richtigen Leben alle anderen Sternzeichen als Untertanen. Der Löwe ist sehr resolut und zielbewusst, wenn es um die Verwirklichung seiner eigenen Pläne geht. Problematisch kann es jedoch werden, wenn er dabei zu forsch vorgeht und sein Umfeld ignoriert. Doch in der Regel sind Löwemenschen sehr souveräne, großzügige und gesellige Zeitgenossen, die einen ausgesprochen großen Freundeskreis haben. Wenn der Löwe jemanden mag, zeigt er sich ihm gegenüber sehr loyal und erwartet dafür, dass dieser sich ihm gegenüber genauso verhält. Wer einen Löwen einmal enttäuscht, was schnell passieren kann, fällt bei ihm für lange Zeit in Ungnade, denn mit dem Verzeihen hat dieses königliche Sternzeichen so seine Probleme. Einem Menschen mit dem Sternzeichen Löwe sind Zweifel jeder Art fremd. Der Löwe ist sehr mutig und traut sich so gut wie alles zu. Weder Gefahr noch Autoritäten stellen für ihn ein Problem oder ein Hindernis dar. Ein Mensch mit dem Sternzeichen Löwe ist ungemein idealistisch und in seiner Souveränität einfach sehr majestätisch. Löwen besitzen die Gabe, dass sie ihren Mitmenschen hervorragend führen und mit ihrer eigenen Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit mitreißen können, was auch damit zusammenhängt, dass der Löwe vermutlich das extrovertierteste Sternzeichen im Tierkreis ist. Doch der starke Löwe will nicht nur Chef sein, sondern es macht ihm auch glücklich, wenn er Schwächere beschützen kann und auch, wenn man es nicht gleich auf den ersten Blick sieht. So ist er im Allgemeinen doch sehr liebenswürdig und großherzig. Die empfindlichste Stelle bei einem Menschen mit dem Sternzeichen Löwe ist sein Stolz. Wird dieser verletzt, schmollt und grollt der Löwe lange Zeit und dann kommt man auch kaum noch an ihn heran. Löwegeborene schweben immer ein Stück weit über den Banalitäten des alltäglichen Lebens und verlieren dabei schnell mal den Blick für das Wesentliche. Denn unangenehme Erledigungen und in ihren Augen unwichtigen Kleinkram überlässt ein Mensch mit diesem Sternzeichen lieber dem Fußvolk. Dieses Verhalten wird ihm nicht selten als Bequemlichkeit und Verantwortungslosigkeit ausgelegt und das kann gerade in einer Beziehung immer wieder ein Streitfaktor sein. Ein Mensch mit dem Sternzeichen Löwe ist extrem leidenschaftlich und aufrichtig in seinen Gefühlen. In Liebesdingen ist der Löwe sehr abenteuerlustig und energisch und möchte immer voll und ganz auf seine Kosten kommen. Aus diesem Grund favorisiert er Partner oder Partnerinnen, die ebenso hemmungslos sind wie er selbst. Der Partner oder die Partnerin eines Löwen sollte ihm intellektuell nicht unterlegen sein, ihm jedoch klar die Führungsrolle in der Beziehung zubilligen und sich ansonsten einfach genüsslich in seinem Glanz mitsonnen. Löwen lieben die Gesellschaft, sie lachen sehr gerne und verhalten sich natürlich auch ihrem Partner gegenüber immer sehr loyal und großherzig. Tatsächlich ist der starke Löwe auch grenzenlos zuverlässig
und hilfsbereit und setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um seinen Lieben zu helfen. Dabei scheut er weder Kosten noch Mühen und tritt nie alleine, sondern wie in der freien Wildbahn auch gerne im Rudel auf. Seine Familie ist ihm sehr wichtig, deshalb wird der Löwe immer alles tun, um sie zu beschützen. Wie es bei vielen Feuerzeichen der Fall ist, so hat auch das Sternzeichen Löwe seine Schwierigkeiten, mit dem Alltagsleben fertig zu werden. Aber wie sollte es auch anders sein, wo ein Mensch mit dem Sternzeichen Löwe doch so begnadet, so kreativ, so fantasievoll und so hoffnungslos romantisch ist? Wo wäre hier noch Platz für Bankgeschäfte, Lebensmitteleinkäufe, Autoreparaturen oder den ganzen anderen unwichtigen Alltagskram? Auf der anderen Seite gibt es in seinem Umfeld sicher kaum einen Mitmenschen, der so talentiert und effizient ist, dass er diese Dinge auch zur vollsten Zufriedenheit des anspruchsvollen Löwen erledigen könnte, und so muss er sich dann meistens doch selbst um diese lästigen Aufgaben kümmern. Aber Fakt ist, dass ein Mensch mit dem Sternzeichen Löwe sehr stark in der Gegenwart lebt und es sich auch im Alltag am liebsten nicht unnötig schwer macht. Ein Löwe setzt sich mit Kraft, Herz und Edelmut für seine Mitmenschen ein und scheut dabei keine Mühen, sondern beweist immer wieder große Ausdauer und Zähigkeit. Der Löwegeborene ist im Normalfall so selbstsicher, dass ihn nichts und niemand ins Wanken bringt. Diese Attribute zusammen mit seiner großzügigen und charismatischen Art qualifizieren ihn ohne Frage zur Rolle des Königs in seinem eigenen Tierreich. Mit der Stärke, der Herzlichkeit und der Wärme, die ein Mensch mit dem Sternzeichen Löwe ausstrahlt, zieht er jeden in seinen Bann. Löwen kennen kein Zaudern, keine Angst, keine Schwäche und keine Müdigkeit, sondern sie schreiten stets hoch erhobenen Hauptes mit ungebrochener Lebenskraft an der Spitze des Zugs voran. Und zu welchen Sternzeichen passt der Löwe? Löwe und Widder. Diese beiden fühlen sich zueinander hingezogen, denn ihnen ist ein starkes Interesse an Sex gemeinsam. Beide sind leicht entflammbar und leidenschaftlich. Der Führungsdrang des Widders prallt mit der Herrschsucht des Löwen zusammen wie eine unwiderstehliche Kraft mit einem nicht von der Stelle zu bewegenden Gegenstand. Doch die körperliche Übereinstimmung ist so groß, dass sie die Schwierigkeiten überwinden kann. Ein beglückendes Verhältnis und gute Aussichten für eine Ehe. Löwe und Stier. Dieses Liebesduett kann in ein stimmaufwendiges Seilziehen ausarten. Beide wollen ihren Kopf durchsetzen und der Willenskampf wird unter Umständen explosiv. Sie können eine liebevolle sexuelle Verbindung haben, aber der Überschwang des Löwen wird dem ruhigen, gemessenen Stier lästig werden. Den aufgeplusterten Löwen ärgert es, wenn der Stier ihn durchschaut. Ein Verhältnis ist möglich, eine längere Verbindung zweifelhaft. Löwe und Zwilling. Der Zwillingsgeborene muss klug vorgehen, wenn er den Löwen festhalten will. Denn dem an sich toleranten Löwen passen die Seitensprünge der Zwillinge nicht in das Bild. Doch die natürliche Begabung der Zwillinge, Mittel und Wege für ein gutes Auskommen zu finden, sollte die beiden zusammenhalten. Der Löwe wird von den Zwillingen angeregt, bezaubert und manchmal zur Verzweiflung gebracht. Da er die stärkere Persönlichkeit ist, wird er mühelos herrschen. Verhältnis und Ehe gut. Löwe und Krebs. Der Löwe sucht ein oberflächlicheres Verhältnis als der Krebs, der seelisch zu sehr beteiligt ist. Der Krebs wünscht mehr als nur sexuelle Leidenschaft. Er ersehnt Stärke, Dauerhaftigkeit und die kleinen Aufmerksamkeiten, in denen sich Liebe kundtut. Das vermag der Löwe alles zu geben, wenn ihm der Krebs seine ganze Liebe und uneingeschränkte Verehrung entgegenbringt. Denn nur dann sind ihnen die Sterne günstig. Löwe und Löwe. Im Schlafzimmer und überall denkt der Löwe in erster Linie an sich selbst. Die Frage ist, können zwei Ich ein Wir ergeben? Könige und Königin sprechen von sich selbst im Plural, warum also nicht? In sexueller Hinsicht passen sie gut zueinander, jeder muss den anderen glänzen lassen und wenn nötig das Scheinwerferlicht mit ihm teilen. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber wenn es klappt, dann heißt es, lang lebe der König, lang lebe die Königin, eine lange Beziehung, ein schönes Verhältnis und eine glückliche Ehe. Löwe und Jungfrau. Der Löwe reagiert sexuell stärker als die Jungfrau und das bedeutet Ärger im Schlafzimmer. Der Überschwang des Löwen kann der konservativen, vernünftigen Jungfrau auf die Nerven gehen. Zudem mag die Jungfrau nicht beherrscht werden, der Löwe aber will genau das und nur das.
Wenn die Jungfrau mit Kritik anfängt, beginnt der Löwe zu brüllen. Ein längeres Verhältnis oder eine Ehe? Lieber nicht. Löwe und Waage. Der Löwe hat eine körperlichere und direktere Einstellung zum Sex als die Waage. Aber beide werden sich gut vertragen, denn die Waage kann bei richtiger Behandlung recht leidenschaftlich sein. Die unbekümmerte Waage darf aber niemals unterlassen, die Leistungen des Löwen gebührend zu bewundern und muss ihre Neigung zu allzu großer Aufrichtigkeit unterdrücken. Der Löwe muss sein Temperament zügeln. Im Übrigen aber eine sehr gute Verbindung. Löwe und Skorpion. Blendendes Feuerwerk und sprühende Funken im Schlafzimmer. Dadurch können andere Schwierigkeiten kompensiert werden. Die zornige Eifersucht des Skorpions beleidigt den Löwen. Der Skorpion versagt ihm die Achtung und Bewunderung, die der Löwe braucht. Der Skorpion wird versuchen, ihn zu besitzen, und das erträgt der Löwe nicht. Beide möchten herrschen. Ein Verhältnis kann aufregend sein, eine Ehe sollte vermieden werden. Löwe und Schütze. Beide haben einen ausgeprägteren Sinn für die Liebe als für Abenteuer. Beide sind extrovertiert, leidenschaftlich und folgen ihren sexuellen Neigungen, ohne beim anderen Befremden hervorzurufen. Beide tun es gerne und oft. Der Schütze regt den Löwen an und beflügelt ihn, und der Löwe weckt beim Schützen die Treue, deren er normalerweise überhaupt nicht fähig ist. Ein Verhältnis mit viel Spaß und eine garantiert glückliche Ehe. Löwe und Steinbock. Die nüchterne Einstellung des Steinbocks legt dem überschwänglichen, optimistischen Löwen Zügel an. Zwischen den beiden besteht grundsätzlich Verschiedenheit. Bei dieser Beziehung wird der Glanz des Löwen gedämpft und sogar ausgelöscht. Der Steinbock ist nicht so romantisch und liebevoll wie der Löwe, und er kann zu anspruchsvoll sein. Die Extravaganz des Löwen ergrimmt den Steinbock. Eine Liebelei mag angehen, eine gute Ehe ist kaum denkbar. Löwe und Wassermann. Der Wassermann entzündet die sexuelle Individualität des Löwen und macht die Vereinigung aufregend. Aber die Neigung des Wassermanns zu analysieren und bloßzulegen irritiert den Löwen und verärgert ihn. Sie erschüttert sein Vertrauen in seine Überlegenheit, außerdem geht ihm das unorthodoxe Verhalten des Wassermanns im Schlafzimmer auf die Nerven. Flüchtige Sexpartner, aber ein unmögliches Ehepaar. Löwe und Fische. Der demonstrative, überschwängliche Löwe geht den scheuen, introvertierten Fischen gegen den Strich. Der Löwe zeigt keinerlei Verlangen, das Geheimnis der Fische im Schlafzimmer zu ergründen. Beide sind eher darauf aus, zu empfangen als zu geben. Die anfängliche magnetische Anziehung führt schließlich zu einer Explosion. Das Zeichen der Fische ist schwächer, und der Mangel an Ehrgeiz stört den Löwen. Wenn die Fische schmollen, verbietet der Stolz es dem Löwen, Mitgefühl zu zeigen. Ein schwieriges Liebesverhältnis, eine sehr unglückliche Ehe.